Jojojo, da sind wir wieder. Und heute wollen wir uns ja mal die Alba anschauen. Aber zuvor noch ein kleiner Tipp. Kann ich auch mal wieder sagen, wenn ihr zum Beispiel wie ich ja den Wirbelsturm spielt, dann rate ich euch immer noch mal den zweiten Waffenslot mitzunutzen. Diesen aktiviert man mit R2 und R3 zusammen. Dann wechselt man die Waffen. Da habe ich mir auch eine Axt mit 6 Slots reingemacht. Hier ist egal, ob die verbunden sind oder nicht. Und ich levele die gleichen Eigenschaften oder die gleichen Juwelgemmen levele ich noch einmal mit, damit ich diese nachher noch mit Qualität versehen kann. Wie zum Beispiel hier, Brutalität ist hier schon auf Stufe 20 Max. Und ich muss mal schauen, wie es bei meinem zweiten Slot aussieht. Hier ist er Stufe 19. Wenn dieser hier Stufe 20 erreicht hat, auch mit Max ist, nehme ich diesen und verkaufe ihn mit einem Prisma des Gemmenschneiders hier oben bei einem Händler wie Zahner etc. Und ich bekomme diesen Gegenstand als Stufe 1 Gegenstand zurück mit Qualität 20. Und dann packe ich diesen wieder rein und levele den. Hier habe ich es bei dem Wirbelsturm schon oder bei Verstärken oder physischer Nahkampfschaden. Ja, beim physischen Nahkampfschaden zum Beispiel machen diese Qualität 20% einen schönen extra Schaden aus. Wir können ja hier mal schauen. Hier sieht man physischer Nahkampfschaden, habe ich hier Stufe 20 Max und unterstützt Fertigkeiten 49% und unterstützt Fertigkeiten verursachen bla 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 49%. Das war's. Durch diese Qualität 20 aber kommt unten noch dazu, unterstützte Fertigkeiten verursachen 10% erhöhte physischen Nahkampfschaden, also nochmal 10% mehr Schaden. Das heißt, wenn dieser dann auch Stufe 20, Qualität 20 ist, hat er oben 49%, 49 und nochmal 10% mehr. Und das mache ich mit allen, die versuche ich alle auf Qualität 20 zu bringen und levele die nebenbei mit und tausche die nachher natürlich dann vollkommen aus. Dann nehme ich diese, die ja dann eh Qualität, Stufe 20 sind, mache die dann auch wieder mit Qualität und biete sie im Handel für gutes Geld an, sodass man noch ein paar Chaos machen kann. Funktioniert wunderbar, bin auch schon etliche losgeworden. So, aber wir gucken uns jetzt erstmal an, dass wir irgendwie auf Alva treffen. Dazu nehme ich mir jetzt mal eine, naja, irgendeine kleine Map. Mal schnell. Küstenkarte. Die machen wir mal ein bisschen bläulich trotzdem, dass ein bisschen was kommt. Das soll so reichen. So, hier bei uns der neue Atlas. Ja. Und ich möchte jetzt eine Alba-Mission mit auf dieser Karte haben. Und mit R2 und L2 kann ich links und rechts wählen, welche Mission wir starten wollen. Ob vielleicht Einhorn dabei sein soll, Alba oder Nico für die Mine nachher. Ganz wichtig. Ist Syndikat, damit man Waffen schön oder Gegenstände identifizieren kann, wo man Fertigkeiten für die Werkbank erlernt. Oder Zahner, die auf der Map auftaucht und nochmal extra Maps öffnet. Wir wollen jetzt erstmal Alva haben. Ja, ich kann hier, weil es eine weiße Karte ist, habe ich eine weiße 19, also habe ich für weiße Karten 19 Alva-Missionen verfügbar. Für gelbe Karten, was praktisch Bereich 6 bis 10 ist, Kartenlevel, habe ich 6 Missionen verfügbar und für rote Karten, also von 11 bis 16 habe ich leider noch gar keine Missionen verfügbar. Und so weit bin ich leider noch nicht. Ich könnte zwar schon 10er, 11er Maps, habe ich schon probiert. Funktioniert auch soweit. Bei 10er klar. Aber man muss es ja noch nicht übertreiben. Erstmal will ich noch ein bisschen mehr Leben, ein bisschen mehr Schaden und dann
Okay. Jetzt starten wir erstmal so eine Karte mit Alba. Jetzt gucken wir mal, ob meine Auren dann sind. Das ist alles an. Okay. Gut. Dann gehen wir mal an die Küste. So, da ist die Küste geladen. Dann schließt die temporäre Inkursion, bla bla bla. Okay, da wir jetzt aber in einer neuen Liga sind, wird hier irgendwo der Nebel gleich kommen. Was ich natürlich schade finde, dass man eigentlich hier nur Hektik, Hektik, Rennen, Rennen, Rennen. Alba mache ich dann erst später. Da oben ist schon der Nebel. Da wollen wir durch. Und machen alles neblig. Schnell hier hinten noch die Monster killen. Na, lass ihn. Schade, es läuft auf PlayStation etwas schwammig. Da scheint die Programmierung oder die Power nicht mehr so zu reichen. Und wir müssen uns vom schön weit weg entfernen, wo der Nebel gestartet ist, umso besser ist es. Unten sehen wir, da wo die Fläschchen sind, dass solche Symbole hochpocken. Wie jetzt am Anfang war es ein Symbol für Essenzen. Und je mehr Monster wir killen, umso schneller steigt die Stufe an. Nach 3 Stufen kommt das nächste Symbol dazu. Hier vielleicht jetzt für irgendwelche Gegenstände. Und das droppt dann alles am Ende des Nebels. Aber wir wollen ja natürlich so schnell noch etliche Monster beseitigen. Ups. Nicht wundern, ich lasse mit Absicht alles liegen, das sammle ich nachher dann in Ruhe auf. Hier immer schön durchlaufen, hier kommt dann auch noch ein extra Monster. Ja, hier, nee, hier nicht, das ist gefährlich. Und auch versuchen, dass der Nebel bis zum Endboss aktiv bleibt, aber am besten sind dann solche geradlinigen Karten wie hier gerade, die Küste. Solche blöden Karten wie Museum oder sowas, das ist nicht schön. Weil das schafft man es mit dem Nebel nicht so weit, leider. Oh, hier, ich bin auch schon fast am Ende vom Nebel. Und ich schaff's auch nicht. Oh. Gerade so noch, gerade so. Okay. Amulett, hier oben eine Rüstung. Juwel. Super. So, dann haben wir jetzt die Karte soweit zumindest erstmal abgegrast mit Nebel. Ich glaube sogar, wir hätten auch Alba machen können, dass solange wir in ihrer Inkursion sind, steht, glaube auch der Nebel still, aber ich wollte es jetzt nicht extra probieren. So. Was bietet uns Alba an? Werkstatt des Rüstungsschmieds. Na, wie wir sehen, ist das unten links und die habe ich schon natürlich frei. Das fehlt mir jetzt eigentlich bloß noch, dass ich den Eingang und die Werkstatt des Rüstungsschmieds verbinde. Man sieht oben, welchen Punkt ich auf der Karte, wenn ich es mache, freischalten müsste. Ja, wir beginnen jetzt mal die Inkursion. Ich hoffe, ich schaffe es auch alles zeitlich. Der Schlüssel, den brauche ich. Und schnell, schnell, schnell. Ja.
Tor freigeschalten. Und jetzt ist es eigentlich egal, was noch ist. Töten. So. Haben wir alles? Gut. Gehe ich schon mal zurück. Na, das war ja spärlich. Ah, die Steuerung. So. Und jetzt sehen wir, wir haben den Zugang freigeschalten. Okay. So, wo sind wir hier? Ach, das ist ja auch blöd. Ich will meine Kluft. Hier haben wir das Labor. Also auch bloß ein extra Zugang. Hm. Na, wir machen es. Normalerweise würde ich jetzt, weil ich die Räume schon habe, die komplette Inkursion überspringen und das nächste Mal auf einer neuen Map auf Alba hoffen. Aber ich mache es jetzt einfach mal. Naja. Oh, noch ein Schlüssel. Okay. Da habe ich ja nicht mehr viele Optionen. Nee. Ja. Okay. Gut, gehen wir mal in die Stadt zurück schnell. Ah, okay. Glad you made it back. So. Ich gebe zu, ich sammle Färbungssphären unheimlich gerne. Das Abo habe ich schon, das brauche ich nicht mehr. Essenzen. Ja. So, mach mal ein bisschen. Hier unten Simulacrum-Splitter, da habe ich schon 323 von 300. Wir können die ja mal kurz entstapeln. Wie war denn das? Was? Ah. Falsch. Da. Und schon haben wir ein Simulacrum. Bisschen verbuggt das Ganze noch. Und damit öffnen wir dann ein Portal, wo in Wellen der Nebel stattfindet. Und das sind bis zu 20 Wellen, wo natürlich schön was an Loot droppt. Also, naja, das ist ja schon wieder Englisch. Schön Gegenstände fallen können und Währung und so weiter und so fort. Aber das zu meistern ist dann erstmal so eine Sache. Ich habe es noch gar nicht gemacht. Das wäre jetzt mein erster.
Werde ich demnächst vielleicht irgendwann mal probieren, aber ich will erst meine Steine hochleveln. Und wie wir gesehen haben, sind wir jetzt konzentriertes Kanalisieren der Stein auf Stufe 20. Ist hier noch irgendwas auf Stufe 20 gekommen? Nee, oder? Okay, dann zeige ich euch gleich mal. Nehmen wir ein Prisma des Gemschneiders und ein Stufe 20 Stein. Glad you made it back. Ja. Und jetzt bekomme ich dieses als Stufe 1, aber mit Qualität 20 zurück. Nehme ich. Und diesen Stein fange ich dann jetzt wieder an, neu zu leveln, sodass ich nachher den gegen meinen anderen Stufe 20 Stein austauschen kann, mit Qualität 20, sodass wir da nachher dann richtig schön mehr Schaden austeilen. Aber das dauert noch ein bisschen. Erstmal werden die jetzt wieder gelevelt, aber es geht in den höheren Stufen ja schnell. Schauen wir mal. So, erstmal zur Küste zurück, noch ein bisschen was sammeln. Die letzte Alba fertig machen. So, hier sind die beiden Räume auch verbunden. Naja, bringt mir jetzt hier nicht viel. Und mein Stein konzentriertes Kanalisieren fängt an neu zu leveln, wie man gerade sieht. Und es geht ruckzuck. Oh, die Kluft. Super, super. Natürlich möchte ich die Kluft nicht mit dem Tempel von Azurathl verbinden, weil da habe ich diesen anderen schon verbunden. Also auf keinen Fall oben verbinden, sondern nur rechts oder unten, sodass ich mit irgendeinem Raum Zugang bekomme. Dann hat sich ja doch gelohnt. Also rechts, unten links, unten rechts, alles okay. Nur nicht oben. Okay. Time to go. So, ich nehme den und mache hier gleich rechts. Super. Haben wir alles? Ja. Ach, das ist doch lahm. Fällt hier gar nichts. So. Und jetzt ist mein Tempel voll, keine Inkursion verbleibt. Ich habe das freigeschaltet, was möglich ist, was probiert ist, bis hoch. Und ich kann jeden Raum erreichen. Super. Super, super, super. Dann war hier auch nichts weiter. Okay. Dann können wir uns vom Acker machen. Need a map? Und der konzentrierte Kanalisieren, der ist jetzt schon wieder auf Stufe 7. Also es geht recht schnell. Und dann kann man nachher schön tauschen und dann dürfte etliches an Schaden noch mehr rumkommen. Ich weiß gar nicht, was macht mein Wirbelwind zurzeit. 128.174 Schaden. Okay, und wenn ich dann die Qualität 20
Gems drin habe, dürfte sich das noch um einiges verbessern. So, und Alva hat jetzt hier ein Ausrufezeichen. Und jetzt unten könnte ich mit Viereck ihren Tempel öffnen. Darum habe ich Alva hier hinten positioniert, weil Alva dann extra Portale aufmacht, wo man dann zum Tempel reisen kann. Und dort kann man dann schön sich durch die Räume prügeln, sammeln bis zum Endgegner und das auch hoffentlich abschließen und schön was zusammensammeln. Ich weiß nicht, ob wir das in der nächsten Folge dann vielleicht machen, aber das könnt ihr ja selber probieren. Ich möchte dann auch nicht spoilern. Man muss ja nicht alles, aber ihr habt die Funktionsweise von Alva hoffentlich verstanden. Hier können wir uns doch mal einen Tempel anzeigen lassen, ja. Ihr kommt hier und könnt euch auch immer wieder eine Übersichtskarte nachher im Tempel anzeigen lassen und dann am besten alles abklappern bis oben hin und fertig. Das braucht man nicht, das mache ich extra mal. Ich will euch ja nicht irgendwie zu viel verraten. Guckt es euch an, soll vielleicht irgendwann mal noch verbessert werden. Schauen wir mal. So. Das war's zum Thema Alva. Ja, ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen was erklären. Und falls irgendwelche Fragen sind, was ihr erklärt haben wollt, vielleicht beim nächsten Mal gehe ich auf diese Cluster-Juwele ein, die jetzt neu dazugekommen sind. Sollten Fragen sein, Fragen stellen, was vielleicht in den Videos noch gemacht werden kann, was wird in anderen Videos vermisst? Vielleicht kann ich es erklären. Okay, bis dahin. Und ich lasse auch einen Link zu meinem Charakter, falls ihr euch das mal im Internet angucken wollt, hinterlasse ich in der Beschreibung. Okay, alles klar. Bis dahin.